Oh, Schreck. Ein Raum aus grünem Glas. Und ein funkelnder Silberschlüssel in einem Brunnen. Natürlich. Das ist eine Art Sicherheitsvorkehrung der alten Baumläufer, um dieses geheimnisvolle Portal zu schützen. Der Schlüssel wird uns hier direkt auf dem Silbertablett serviert. Silberner Schlüssel. Auf silberner. Der Schlüssel steht mitten in der Fontäne. Aber so wie das riecht, stecke ich meine Hand da besser nicht rein. Okay. Bildtafel. Oh, natürlich können wir darüber laufen. Das kann doch gar nicht funktionieren. Jetzt hab ich's. Nee, doch nicht. Müssen wir puzzeln. Also irgendwie passt das nicht. Meinst du? Vergiss es, das klappt doch nie. Aha, da musst du nur, da musst du einen Apfel draus werden. Jetzt hab ich's. Bisschen verschieben. Jetzt da. Wie seltsam. Tja. Statue. Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Tja. Der Schlüssel schwebt mitten in der Fontäne. Aber so wie das riecht, stecke ich meine Hand da besser nicht rein. Vielleicht mit dem Stock. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Vielleicht muss da ja klebriger Sirup drauf. Auf die Raupe. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Glocke läuten. Da passe ich best. Tja. Stein. Muss das fünfte Portal. Ja. Benutze, er ist mit ihm. Ich hoffe. Das wäre da hätte ich hoffe. Fuchslist, Grünwuchs, Felsflüstern. Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Können wir also nicht. Grünwuchs bringt ja auch nichts. Fuchslist. Hier, die Bildtafel. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Sicher? Hoffnungsschimmer. Natürlich. Ha! Ich habe diese Schiebepuzzle sowieso noch nie gemacht. Ich auch nicht. Schlüssel. Was für ein stechender Geruch. Das brennt richtig in den Augen und der Nase. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Jetzt greif schon rein. Fies. Das ist fies. Können wir es nicht nehmen. Ah, doch. Ich habe den Schlüssel. Oh, schnell rüber hier. Ja. Das klingt nicht gut. Dem wärst du gleich in den Fluss gefallen. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Gut, wir haben einen Schlüssel fürs Portal. Öffnen. Oh, wei. Da öffnet sich wohl das Portal. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes. Es ist soweit. Na dann ab durchs fünfte Portal. Hindurch mit uns. Wenn der Makino hier wäre. Oder der alte Magier. Er wollte versuchen, im Traum auf die Lichtung zu kommen und mich dort zu treffen. Hoffentlich klappt das. Fürs Erste bin ich wohl auf mich allein gestellt. Pass auf, Jerry! Achtung. Der Fuchs. Was machst du hier, Plato? Na nun, wo ist er denn? Er steht vor dir, Frosch. Oh. Plato, das ist Pizune. Du hast sie schon einmal getroffen. Sie ist ein besonderer Fuchs. Das kannst du aber laut sagen. Oh, Verzeihung.
mit Magie und solchen Dingen kenne ich mich nicht so aus. Abgesehen von Anjas Preiselbeerpfannkuchen. Du bist süß. Kitsune, Plato, wieso seid ihr hier? Was macht ihr hier? Das wollte ich auch schon fragen. Lass dich nicht alleine durchgehen, dummer Junge. Dieser Baum riecht seltsam. Dein Weg wird dich an einen Ort führen, den nicht einmal ich kenne. Du brauchst ganz bestimmt meine Hilfe. Meine Eltern haben mir früher oft von den ersten Baumläufern erzählt. Man sagt, ein Baumläufer ist jemand, der hilft, wenn andere Hilfe brauchen. Du bist ein Baumläufer, Jerry. Ich bin zwar nur ein Einzelner. Wie du meinst. Aber vielleicht kann ich auch ein Baumläufer sein. Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Also, Jerry, bringen wir es hinter uns. So tritt. Wenn das Gefüge der Welten stört, soll dafür büßen. Ich will zurück nach Hause. Ich will, dass meine Freunde wieder aufwachen. Okay. Und ich will, dass alles wieder gut wird. Dann alles. Sind wir wohl ein Team. Froschfuchs und Haselnuss. Oh. Was ist mit der Maus passiert? Ich hab die gar nicht berührt. Plato? Kitsune? Wo sind die denn hin? Die beiden liefen doch gerade noch neben mir. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist es dunkel und hell gleichzeitig. Irgendwie fühlt sich die Luft elektrisch an. Die Härchen auf meinen Armen stehen alle zu Berge. Gänsehaut. Dank ins Ungewisse. Vielleicht hier lang? Bin ich hier richtig? Scheinbar nicht. Ja, das war doch unser Hinterpfad. Vielleicht hier lang? Scheinbar bin ich nicht. Hier richtig? Weg ins Licht. Vielleicht hier lang? Schon wieder hier. Da kriegt man ja Kopfschmerzen. Ins Weiß. Vielleicht ist es dieser Weg. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Marquis oder den alten Magier erreichen. Ratersuch. Genau. Magier erreichen. Magier. Hallo? Jerry. Noch habe ich es nicht geschafft, bis zur Lichtung vorzudringen. Ich muss... muss vorsichtig sein, mein Ziel nicht aus dem Sinn zu verlieren. Mein wacher Geist beginnt zu träumen, sich aufzulösen. Zarov verwehrt mir den Zugang, aber du scheinst ihm schon näher zu sein. Aber ich sitze hier fest. Was kann ich tun? Du befindest dich zwischen den Welten, so wie ich. Doch während Zarov meinen Geist fehlleitet, führt er deinen Leib in die Irre. Zarovs Bann ist stark. Ich kenne nur einen, dessen Kraft ausreicht, dir hier zwischen den Welten zu helfen. Ein gefährlicher Magier. Nimm dies. Das kenne ich nicht. Du musst ihn rufen, wie du es schon einmal getan hast. Auch wenn wir es vielleicht alle bereuen werden. Doch wenn du ihn um Hilfe bittest, zeige keine Schwäche. Keine Schwäche zeigen. Hallo? Jetzt habe ich was darauf beschworen. Er ist fort. Wieder allein. Einen alten Trend wieder darauf beschworen. Keine Schwäche zeigen. Was war denn das für ein Geräusch? Oder Krähe. Das war ich. Schon wieder so eine Krähe. Eine Krähe. Ich kann ihn nicht unterscheiden. Schon wieder so ein. Rabe? Halt! Du sprichst ja. Einige behaupten sogar, ist doch Rabe, dass ich zu viel rede. Das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Hallo? Kannst du mich verstehen? Natürlich. Du stehst doch direkt vor mir. Wer bist du und was machst du hier? Wer bist du? Wenn du einen Namen hören willst, dann muss ich dich enttäuschen. Ich bin nur ein Rabe. Eigentlich
wohne ich auf der Lichtung des ersten Baumes. Auf der Lichtung des ersten Baumes? Da muss ich hin. Weißt du, welcher der richtige Weg ist? Ich finde ihn selbst nicht. Hier hat sich alles verändert. Vor allem, seit sich hier so viele Fremde herumtreiben. Du wohnst also auf der Lichtung. Du wohnst auf der Lichtung des ersten Baumes? Ja. Aber ich dachte, der erste Baum ist kein richtiger Ort. Wie kann man denn da wohnen? Ganz einfach. Jeder hinterlässt eine Erinnerung, wenn er die Lichtung des ersten Baumes verlässt. Ein Rabe wie ich besuchte im Traum die Lichtung. Nachdem er sie verlassen hatte, blieb ich als Erinnerung des Baumes zurück. Du bist also nur eine Erinnerung. Nur? Ich finde, das ist sehr viel. Der erste Baum erinnert sich an viele Dinge. Selbst als seine Zeit vorüber war, blieb er im Wald verwurzelt. Er kennt die Geheimnisse des Waldes. Können wir ihn umtaufen? Können wir ihn einfach Dekobaum nennen? Dann passt's. Ja, wen hast du hier gesehen? Das ist eine gute Frage. Oh. Zuerst waren da vier seltsame Echsen, die einem großen Mann auf die Lichtung folgten. Und dann kam ein Hase mit seltsamen Augen aus der entgegengesetzten Richtung. Okay, den kenn ich. Der Marquis. Ich bin hinter ihm hergeflogen. Doch er hat deine Welt betreten. Dorthin konnte ich ihm nicht folgen. Warum nicht? Ach, dann krieg ich stamme von hier, aus den Erinnerungen des ersten Baumes. Für mich gibt es keinen Platz außerhalb der Träume. Der erste Baum. Würde ich eure Welt betreten, müsste etwas oder jemand anderes verloren gehen. Aber es gibt wenige, die sich in euren Wirklichkeiten bewegen können, ohne das Gleichgewicht zu stören. Sie beseelen Steine und Pflanzen und wandeln so zwischen Traum und Realität. Oh, ich glaube, so jemanden kenne ich schon. Okay. Ja. Ich versuche weiter, mein Glück. Bis später. Viel Glück. Tja. Ich versuche also weiter, mein Glück. Ins Weiß. Heller Pfad. Hier lang? Könnte sein. Schon wieder hier. Da hat man ja Kopfschmerzen. So kommen wir wohl nicht weiter. Kreuzung. Hier kreuzen sich die Wege. Der Rabe. Wir können nur mit dem Rabe reden. Oder es immer wieder versuchen. Das haben wir noch nicht gefragt. Du befindest dich an der Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit. Traum und Wirklichkeit? Träumende kommen zu Besuch auf meine Lichtung. In seinen Träumen weiß jeder, wie er an diesen Ort gelangen kann. Wer schläft, kennt den Weg. Aber ich schlafe nicht und den Weg finde ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Die Stimme vorhin hat mir helfen, gesagt, dass du jemanden um Hilfe bitten kannst. Ja, aber wie? Er sagte, dass du es schon mal getan hast. Einmal war jemand hier, der über seine Vergangenheit meditierte. Er hat dieses Rad erdacht. Welches Rad? Ja, den Weltschrat, den müssen wir... Vielleicht. Drehst du das Rad,
wird dir wieder auch Wege zeigen, die tief in deiner Seele verborgen sind. Orte, die du gesehen hast. Orte, die du sehen wirst. Und Orte, die dein Leben geprägt haben, ohne dass du es ahnst. Vielleicht kann es dir helfen. Aber es sind keine Wege, nur Fenster oder Bilder. Ich weiß nicht viel über solche Dinge. Ich bin nur ein Rabe. Verstehe. Na, dann versuch ich mal mein Glück. Weiter, mein Glück. Bis spät. Viel. Das Rad. Dann drehen wir mal den Rad. Ui. Die Wege haben sich verändert. Wie merkwürdig. Das sind gar keine Wege mehr. Sieht fast aus wie Fenster zu verschiedenen Orten. Lagerfeuer. Gehen wir ans Lagerfeuer. Ein gemütliches Lagerfeuer. Ich glaube, da sitzt sogar jemand. Wer auch immer das ist, ich leih mir mal einen Holzscheit aus. Au! Das geht. Heiß. Und was jetzt? Wir haben einen Holzscheit. Da ist nichts zum Anzünden. Aua! Jetzt habe ich mir fast die Finger verbrannt. Ich sollte mir vorher gut überlegen, was ich mit dem Feuer machen will. Interessant. Tja. Tja, Kanone. Das ist doch eine von den Kanonen der Stadtwachen von Mauswald. Es sieht fast aus, als ob ich von hier aus reingreifen könnte. Wie ulkig. Tatsächlich. Ich habe eine Handvoll Schwarzpulver. Sehr gut. Das kann man vielleicht gebrauchen. Ein alter Bekannter. Den kenne ich doch. Hallo, alter Freund. Oh Mann, der erinnert mich an zu Hause. Überflutete Stadt. Die Brücke habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Sieht aus, als ob in den Häusern da niemand mehr wohnt. Fast so wie bei mir zu Hause, als ich das letzte Mal da war. Okay, da ist wohl was passiert. Können wir nochmal am Stein drehen? Bisschen was ändern. Ruck. Oh, das ändert sich tatsächlich. Fisch mit Leuchtangel. Ich glaube, der steckt im Eis fest. Hier werden Untergangsszenarien angezeigt. Rustiger, halb aufgehebelte Metalltür. Hände weg! Hey, das ist die Lagerkammer in der Waldzwerge. Tatsache. Und sie ist immer noch verschlossen. Stein mit Markierung. Das ist doch der gleiche Stein wie am Bach nahe des Nachtfaltertempels. Ein Baumläufer-Symbol ist darauf eingeritzt worden. Dasselbe Symbol, das ich auf das Gesicht der Felskröte gezeichnet habe. Vielleicht ja Schwarzpulver einfach drauf. Ich habe jetzt zwei Tassen. Kaffee drüber gießen. Kaffee hilft da nicht. Stein. Wohl kein Ton zum Mit. Vielleicht klappt das auch. Als ob. So. Weißes Pulver, mit dem ich das Symbol der Baumläufer geformt habe. Okay. Hoffentlich gilt das jetzt auch. Inwiefern sollte das und wofür und warum?
Verstehe nicht. Tja, Tür. Vielleicht können wir die Tür öffnen. Da passt der nicht. Wenn wir Stamm kombinieren sind. Stock aufbrechen. Sache nicht. Ist das nur eine Illusion? Sonst werde ich doch noch als Einbrecher verhaftet. Okay, ich habe die Tür aufgehebelt. Natürlich. Oh nein, mein Stock ist abgebrochen. Was? Zwergwurzel. Ja, und was bringt uns das jetzt weiter? Okay. Rinde hilft da nicht viel. Können wir die jetzt gegen den Stein werfen? Nein. Okay. Nein. Ein bisschen Blausaft machen. Nein. Okay, also nicht. Schwarzpulver. Okay, das scheint zu funktionieren. Ist irgendwie. Tja. Wirklich nicht. Das braucht keine Besonderheit. Das braucht Würze. Aha, haben wir hier schon reingeguckt? Schneider? Sieht aus, als ob jemand versucht hat, ihn in den Kopf zu stopfen. Also ich schleppe ihn nicht mit mir rum. Nein. Das ist ein Seitenschneider. Nein. Ich verrat's mal jetzt nicht. Wer es kennt, sagt's, schreibt's in den Kommentaren, wessen Koffer das hier ist. Ich erkenn's hier mit der, also der, die Form und so weiter. Wer hat hier einen Seitenschneider versucht, mitzunehmen in seinen Koffer? Wer kennt's? Wer es kennt, schreibt es in die Kommentare. Ich verrate es nicht. Mir ist es gerade die Schuppen von den Augen gefallen. Ein Seitenschneider. Ist das ein Seitenschneider? Sieht aus, als ob jemand versucht hat, ihn in den Koffer zu stopfen. Also ich schlepp das Ding nicht mit mir rum. Auch dieser Dialog. Ich schlepp das Ding nicht mit mir rum. Es ist doch. Ist doch spitze. Ein Seitenschneider im Koffer. Gut, drehen wir noch mal am Rad. Gibt's vielleicht noch andere Anspielungen? Hier ist das wieder zurück. Alter Bekannter, vielleicht können wir den die Eiche wegnehmen. Das könnte zweideutig verstanden werden. Pfeffer vielleicht hier. Das braucht keine besondere Würze. Vielleicht. Da passe ich besser gut drauf auf. Tja. Schwarzpulver haben wir uns schon genommen. Ich hab schon Schwarzpulver. Vielleicht müssen wir uns hier noch den Holzscheit aus dem Lagerfeuer nehmen. Autsch! Hi! Und was jetzt? Schwarzpulver anzünden. Zum Anzünden. Aua! Jetzt habe ich mich. Ich soll. Vielleicht können wir wieder so ein Kaninchenfeuer machen. Rinde hilft da nicht. Ich habe das Gefühl, die. Die Reihenfolge stimmt noch nicht. Ah, okay. Jetzt müssen wir die Zutaten wieder mixen. Ah, okay. Reihenfolge stimmt noch nicht. Weißer Pfeffer. Das braucht kein. Dann müssen wir es erstmal miteinander. Ja, es ist
Frag mir, was ich tun soll. Tja. Natürlich. Okay. Schwarzpulver und Pulvermix. Und jetzt hier. Das bringt nichts. In die Tasse. Ja klar. Ist drin. Okay, und jetzt rüber. Dann halt. Auch drin. Sehr gut. Und. Nicht. Bisschen Käffchen dazu. Käffchen könnte ich jetzt gebrauchen. Was fehlt denn da noch? Tja. Vielleicht können wir das, können wir jetzt irgendwie benutzen. Mit dem Feuer. Ja, mit dem Feuer, vielleicht können wir jetzt hier. Autsch, heiß. Und was jetzt? Anzünden. Da ist nichts zum Anzünden. Aua! Ach, als ob. Jetzt habe ich mir fast die Finger verbrannt. Ich sollte mir vorher gut überlegen, was ich mit dem Feuer machen will. Irgendwie können wir jetzt drüber, die müssen wir doch auch noch reinkriegen. Mit einem Stein vielleicht. Wohl kein Ton zum Mit. Tja. Auf die Kreuzung. Ich glaube, da ist noch nicht alles im Becher, was ich. Nee. Ich glaube, da ist noch nicht alles im Becher. Vielleicht können wir tauschen. Nein. Ja, das ist noch nicht alles im Becher, was ich brauche. Was brauche ich denn noch? Ruck. Ich will nochmal wechseln. Aufgeklappter Koffer. Vielleicht können wir da was mitnehmen. Reingreifen können wir nicht. Da passe ich besser gut drauf auf. Den Schlüssel hier reinlegen. Der Mann mit dem Koffer, der könnte vielleicht einen Schlüssel brauchen. Da passt er nicht. Ein Kaffee. Kaffee hilft dann. Auf jeden Fall würde das. Würde auf jeden Fall helfen. Oh. Okay, mit dem Rahmen können wir interagieren und den Steinen auf der Kreuzung. Ja. Da waren wir schon drin. Hoffentlich ist das Bild dann sonst wer. Tja. Tja. Wohl kein. Nicht. Ich glaube, der steckt im Eis fest. Tja. Ratersuch wird mir auch nichts bringen. Keine Reaktion. Der alte Magier hört mich nicht. Tja. Okay, Schwarzpulver, das Pulver haben wir jetzt schon. Das brauchen wir irgendwie noch. Wir müssen noch irgendwie hier die Rübe ins Becher kriegen. Da passt der nicht. Auf die Lichtung legen. Ja, das gehört auch zum Kreuzungszauber aus dem Brief vom Marquis. Aber ich glaube, die Reihenfolge war anders. Vielleicht erstmal den Becher dorthin stellen.
Ich glaube, da ist noch nicht alles im Becher. Das glaube ich auch, aber... Das ist doch der gleiche Stein, ein Baum, das... Nein. Weißen Pfeffer haben wir das gemacht. Weißen Pfeffer ist jetzt hier drin. Bisschen Käffchen. Kaffee hilft. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Ja, die Zwergenwurzel. Aber doch. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Ja. Nein. Doch. Grünwuchs vielleicht. Nichts. Das Spiel macht es mir auch schwer. Ja, die Rübe musste irgendwie rein. Müssen wir die Rübe erst anbraten. Nein. 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 Ach, dann friss doch und stirb. Weißt du, du bist... Nein. Ach. Ja gut, da willst du jetzt ohne immer weiter. Nein. Irgendwie müssen wir die Rübe noch da reinbekommen. Das Rezept stimmt. Hau ruck!